ist das denn? Ein Schuss? Ausrichten. Hier steht. Wambox, ihr bleibt am Gebäude break. Links. Drohne über uns wahrscheinlich. Achtung, Drohnen. Kommt doch Musik aus der Scheißscheune raus. Das kann sein. Warum hat noch keiner die Drohne weggeschossen in dem Haus? Okay, Wiesel sammelt sich wieder Richtung Drohne. Wohngebäude. Da oben. Hey Jungs, ich bitte euch, zieht euch zurück 50 Meter, 70 Meter. Er hat doch schon raufgeworfen. Nix, da schwebt eine Drohne in der Scheune drinne. Jetzt ja, haben wir sie mal abgeschossen. Habe ich doch eine gehört. Siehst ja, du? Ja, richtig. Der wird behandelt, das war. Also mit. Hopp, Beschuss. Das geht jetzt auch unten. Ja, was war das? Ich habe keine Ahnung. Scharfschütze? Schalldämpf? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Der war auf jeden Fall sehr nah an mir vorbei, aber es war nicht der Typ in der Stellung. Der hat sich nicht bewegt währenddessen. Der hat geschossen, als Crack hier vorbeigelaufen ist. Das Geld, ne? Ja, du kannst da nicht schießen, wenn du nicht weißt, worauf. Ja, den zwei von zweien wissen wir zumindest, wo sie sind. Ja, aber die schießen nicht auf dich. Also ich vermute mal, dass das Scharfschütze auf 150 ist. Also verbrannt sind wir so oder so. Ja, genau, also. Okay. Die Sicherung steht. Komm. So mit. Okay, wenn wir Beschuss reinbekommen, sind wir eh aufgeklärt. Wollen wir den, dürfen wir die Heinis mit der Barriere erst werden wir beschossen werden. Wir wurden bereits beschossen. Bin schon, hier ist gerade eben ein Schuss durchgeknallt, ziemlich nah an mir vorbei. Mhm. Ja, aber wie gesagt, wenn man nicht aufklären, wer es gemacht hat, dann nee, aber wir haben ja schon, wir sehen ja schon. Ich bleib in Deckung. Mach was ihr wollt. Ich hab keinen Bock hier umgedrückt zu werden von irgendeinem Spasti. Ja, schön unten bleiben, ne? No, dann tut ja keiner was. Aber wenn Baker hier so steht, ne? Dann kannst du das auch. Er sagt das nicht zu laut, ey. Der soll ja seine Plattenbässe nicht mal nach vorne da. In Baker League musst du dir Sorgen machen. Ich will ja nichts sagen, ne, aber ich würde dir mal raten, das Funkgerät abzunehmen, weil nicht, dass sie dich als Truppführer priorisiert haben und dann auf dich schießen. Ich wüsste merken. Ich wollte gerade sagen, ihr seid doch da, alles gut. Keine Angst, wenn ihr da seid.
Beschuss? Doch, Beschuss. Südwest hinter uns. Südwest. Der Feind auf Hügelkuppe. Plus 1. West 260. Eins minus. So, noch ein weiterer Schütze irgendwo hinterm Hügel. Ja, ich sehe gar nichts. Das Mündungsfeuer. Ah, rechter Baum. Jawohl, da war er. Der könnte gefallen sein. Ja, der zumindest hat er gezogen. Einer ist da noch irgendwo. Ja, weiter links. Wookie, wir haben hier Beschuss aus westlicher Richtung, mindestens Truppstärke. 1220, 40, neben dem großen Feld. Oh, wir liegen hier unter Schwärmfeuer. Grimlock, Bombox, Baker, nachziehen. Hoch. Oh, Tischka, lauf. Die Tischka. Lauf. Wir haben nur drauf gewartet. Von dem Felsen. Drohne in der Luft. Ich höre nichts. Da vorne. Wir haben Drohnen im Vorfeld in der Luft. Richtung Wiesel, Zivilist im Vorfeld auch, Richtung West. Boah, scheiße, fast erschossen, ja. Los. Aber ich hab mal eine Frag in der Luft. Ist das ein Sniper oder ist das... am Himmel, Drohnen überwachen. Unbox deine Arbeit, Drohne. Ja. Wahrscheinlich auch mit Sprengladung, Achtung. Okay, hier Greg, wir stehen weiterhin unter schwerem Beschuss. Wir sind nicht wirklich kampfähig, können den Feind nicht ausmachen. Richtung Westberg 200. Das ist doch hier im Nahbereich, sollen wir nicht mal kurz Richtung 240? Rechts rum um den Baum, damit du was sehen. Bekämpft, Unbox könnte wieder anders machen. Sagt. Greg? Was? Wurde direkt West gerade 2 ausgeschaltet. Jetzt lila Rauch. Ja, circa bei lila Rauch war meine Markierung. Ja, ein bisschen weiter rechts hatte ich 2 gelegt. Ja, das waren die wahrscheinlich. Ich hab gerade noch geschossen. Ja, das ist die los. Feuer frei auf Stellung und Tischka. Na, dann wieder runter, oder? Okay, wir gehen wieder den Hügel runter in unsere Haltestelle. Wir haben im Nahbereich vor Keiler. Warum muss die Keiler so nah ankommen? Okay, links der Schütze lebt schon nicht mehr, rechts der Schütze sehe ich nicht ein. Weiter Richtung West, Einzelschuss. Oder Verwundeter. Oh. Kannst du mal da durch die Blöcken einfach durchziehen, vielleicht treffen wir den ja. Okay. Ah, das ist die Stellung gerade. Ja. Wo die Sunny ist. Okay, wir haben. Ja. Der Schütze ist kann nicht aufklären. Mit. So einmal.
Kowalski, holst du die Sunnis ran, bitte? Das Feuer ich doch dran angefangen. So. Wenn es kommt, kann ich nicht. Geht denn schon wieder? Hört ihr mich? Alter, die sind 400 Meter weg. Sollt nachrücken, wir brauchen hier mal ein paar Pflaster. Wir sind ja ziemlich viele auf einem Platz. Wir brauchen hier gleich eine Ablösung. Der MG-Trupp muss sich verarzten. Gleich, wir müssen zu den Medics. Ich bind mich mal provisorisch zu. Der Sani soll mich später durchchecken. Ja. Wambox. Bert, Wambox, Grimlock. Ja, gehört. Auf CTAP 0903, Markierung, dort Scharfschütze. Ihr kümmert euch drum. Chef? Ja. Melde rankommen. Direkt, wie sieht es bei euch aus? Ja, wir müssen gleich eine Ablösung haben. Wir sind beide gelb, wir bluten ordentlich, wir halten hier nur, weil sonst keiner da ist. Warte, ich gehe hoch, ich löse sie ab. Ja. Komm mit. Klar, bin da. Löse ich ab, wir brauchen. Okay, ich stelle mich jetzt, hin. Keine Feinde mehr, die letzten ausgeschalteten Feinde waren Richtung West und es sind relativ viele durchgekommen. Ich halte. Eingelagert, wir haben. Okay, Ducky, wir gehen runter zur Straße zum Sand. Mann in Gelb, ja. Da sind drei Mann in Gelb, die werden gleich versorgt vom Sandtrupp. Ansonsten sind wir grün. Einzeln anlaufenden Feind von Westen gelegt, bislang keine weiteren Informationen kommen. Greg, Anfrage, wir ziehen nach. Kommen. Ja, selbstständig nachziehen. Oder kurz mal hingeschossen, der Typ ist sofort abgehauen. Ja, mach mal gucken, ob du den findest. So, ich nehme auch Ohrenstöpsel raus, damit ich die Drohnen besser hören kann. Das heißt, den Scharfschützen haben wir immer noch nicht, oder? Nee. Wie willst du den aufklären, wenn der Schallgedämpf geschossen hat? Den würde, wäre es jetzt prinzipiell vollkommen irrelevant, ob der einen Schalldämpfer drauf hat oder nicht. Aber, oh! Ich sehe da einen Lauf. Wo ist ein Lauf? Wo? Warte kurz. Das muss der sein. Schnell, schnell. Der ist auf 054, 550 Meter, wenn du die rechte Ecke der Scheune nimmst und dann einen kleinen Ticken hoch gehst bis zu der Tanne, die da steht. Die am unten an der Tanne liegt der. Da guckt so ein Schalldämpfer und so ein Lauf raus. Siehst du das? Wie viel Meter sollen das sein?
Von hier aus 541 Meter. Also ich sehe da nichts. Das ist Scheune rechts davon? Ja, genau. Rechte obere Ecke des Scheunendaches. Und dann einfach nur nach oben schauen. Und dann kommt da so ein kleiner Nadelbaum. Kein besonders großer. Ah, erkannt. Ja. Das ist nichts. Doch, das ist ein Schalldämpfer und das ist, glaube ich, auch ein Laserlichtmodul. Ja. Muss man also links mal gehen, dann sieht es besser. Sollen wir den jetzt mal reinhalten oder was? Hast du Leuchtspur dabei? Dann ich habe Leuchtspur dabei. Dann könnte ich dich ins Ziel leiten, aber dann komm mal hier links rüber. Ja, von da kannst du den besser erkennen. So ist der relativ weit hinter der Tanne. Wie gesagt, also auf dein Zeichen. Ja, okay, Wookie, wir bekämpfen, ne? Ja, kann sein. Ja, der war gut. Ja, der war gut. Bisschen links, Ticken links. Der war wieder Blut, der war so. Treffer. Ja, für euch, wir haben da den Scharfschützen auf dem Bild entdeckt. Ah, so. Der noch lebt, ey. Wookie hier, Greg. Wir wurden beschossen. Wir haben einen Treffer kassiert. Kommen. Das ist richtig. Eine Aussage. Ja. Wir haben Feindkräfte, die schießen auf uns. Drohnen in der Luft, über Straße, Süd, verfolgt gerade Keiler. Drohne. Schuss Südost. Heilige Scheiße. Direkt auf Straße seht ihr die Infanterie. Drohne, Südosten auf der Straße, hinter dem Trupp. Drohne fliegt auf Keilers Position zu. Keiler in die Hilfe, ich sehe nichts. Und bist du diesen Bunker davor? Okay. Da haben wir gar keine Sicht. Nee, wir bleiben erstmal jetzt hier, solange der Feinddruck hoch ist, warten wir jetzt einmal ab. Wookie, für dich ein Panzer, ein Gefechtskopf noch vorhanden.
G bleibt in Sicherung, wir haben mit zweite Teil läuft nach und geht im Rückkeiler raus, danach werden wir eure Position auch verändern. Hinterher, falls er eine Mine tritt. Das hat ja keine sein, hier ist der Pietro durchgelaufen. Die malen immer schöne Kreuze an die Wände, ne? Hier rechts. So, wir Keiler, wir Wiesel, wir drücken euch raus. Ja, wo, wir müssen hier noch was soll das? Hallo? Wir können, waren die Häuserecke da? Ja, ich glaube, ihr geht, ihr seid das Stromelement. Luki, das Haus, wo wir hier, wo wir dran sind, ist gesichert. Ja. Hier am rechten Hauseck rum, das kleine Gebäude ist auch gesichert. Ah, ach, das, ja. Das okay. Ist auch gesichert. Das große Gebäude, was von hier linksseitig noch ist, ist noch nicht gesichert. Aufstand. Sind die Täter hier nachziehen, alle sind sehr schön. Ich bräuchte mal ein paar Stitches. Rob, das weiß ich, ja. Das und ist, ich. Geht, die wird nachgezogen. Und ich brauche auch mal was. Hoppala! Schuss Südost. Jo. Habt ihr den Einzelschützen aufklären können im Ort hin? Wahrscheinlich auch weiter Einzelschütze Südosten, nicht einsehbar. Ja, dann lass uns gerade mal versorgen und dann geht's wieder weiter. Ja, Greg abbauen, nachrücken zu uns. Bei MG geht nach vorne am linken Eck und die anderen beiden sind schon, wir ziehen nach. Ums Eck an dem kleinen Gebäude. Nein, nee, das passt. Alles gut. Danke. So. Okay, wer ist jetzt hier beim Sunny? Du wirst, glaube ich, gerade versorgt von Danny. Jo. Oh, hier ist ein Ausfall, hier ist ein Ausfall, Sunnys. Aua! Ah, er steht doch wieder. Okay, Zugehörung, wir haben jetzt noch mal ein bisschen Lust. Komm mal hier hinter, Placebo. Placebo, geh doch mal da weg. Geh doch mal da weg. Lauf doch! Lauf! Okay, hier dann direkt in die Halle, in die Empore, ins Fenster, dort wieder Sicherung aufnehmen. Verstanden, in Grau, Haus, erster Stock. Und dann so auf links eigene Kräfte, links eigene Kräfte. Ja, gesehen, ja. Wir melden alle sicher. Dann verbleiben wir dortiger, Sicherung aufbauen an der Straße. Geländetaufe, Grauhalle. Ende. Das ist Rauch voraus. Hier 5, wir haben hier voraus einen Straßencheckpoint, Straßensperre im Südosten. Somit. Und ich habe Audiofahrzeuge Südosten näher kommt. Nebel von euch links? Nein, nicht von uns. So, wir haben links Nebel. Also Jungs, wir jetzt hier, nächste Sprintziel, das Gebäude Richtung 200. Das Grüne. Hier Greg im Gehen, Position, das Grüne, komm. Genau. LKW auf der Straße. Okay, bereit. Ja, fertig machen. Okay. Alle frei. Boogie, hier Greg, ein LKW 100 Meter auf Südost, absetzen. Ja, niederhalten, niederhalten.
dem Turm links. Ja, da habe ich einen, zwei Schützen ausgeschaltet. Wir kriegen aber noch Beschuss aus Süden rein. Ihr könnt ja Süd einsehen. Ja, wir können Süd einsehen, das wurde aber gerade genebelt. MG. MG negativ. Warte mal kurz, mal Mox, ich... Ja, du schießt gerade vor ins Holz rein. Ja, pass auf. Ich mach die Tür nochmal so einen Spalt auf, dann kannst du durch. Achtung, südwestlich. Schüsse aus Südwest. Bild. Geht das bei allen Türen mit? Das geht bei allen Türen. Setzen, wo ihr dran seid, das Ruhe, damit ihr mal Übersicht bekommt, kommt. Einer hinter dem LKW. Kaputt. Ja, warte mal kurz. Ich muss nur kurz eine Schmerztablette reinhalten. Oh, meine Weste hat den Schuss abgefangen. Gott sei Dank, ey. Ja, sorry, hätte ich das gewusst, hätte ich die Tür eben so einen Spalt aufgemacht. Ja, alles gut, ja, dafür hast du mich doch. Ja, ich dachte... Ja, also ich kann da, ich kann nach rechts in den Wald reingucken. Auf rechts ist aber auch Keiler, ne? Ja, ich sehe die, aber links war ich muss ein Geständnis machen. Dem Felsen. Ich habe einen Zivilisten geschossen während des Feuergefechts. Der hat eine Waffe gehabt. Okay. Ja. Bombox, deine Richtung. Oh, Alter. Bombox, pass auf, ey, du bist. Ist ein Scharfschütze oder was ist das? Mal wieder hoch, schießt und geht dann wieder runter. Welche Entfernung? Nicht fair. Nee, überhaupt nicht. Entfernung. Der Turm ist auf, warte, ich sag dir, auf 108 Meter. Wie viel? 108 Meter. Der ist im Erdgeschoss. Dann lass mich mal schießen. Pass auf, Grimlock, mach mal kurz Platz. Hier, Greg, dein Status? Begrün. Was ist denn? Der Kopf guckt da gerade. Hoppala. Der war kurz. Okay, kurz weiter. Weiter. Hab ihn. Ja, der war drin. Der ist auf jeden Fall tot. Doppeltote sind immer gut. Ja, yeah. Bitte hält besser. Nicht, dass der wiederbelebt wird. Ja, kannst du wieder ran an die Tür? Keiler Status? 1 grün. 2 grün. Keiler Status, sorry, mein Fehler. Mein Fehler, ich habe nicht aufgepasst. Grün. Du bist grün, ist doch gut. 5 grün. Status Wiesel? 7 grün. Haben wir gerade schon angefangen, ich hab leider etwas losgetreten. Jetzt. Ja, jetzt haben wir nochmal. Wollen wir nochmal? 1 grün. 2 grün. Läuft irgendwas im Haus? Ich weiß ja nicht, ob eigen ist. 3 ebenfalls grün. Eigen, ja, im Haus. 4. Ich wollte hier da vorne. 5 grün. 6 grün. 7 grün. Sehr schön. Abstand. Wach. Da fliegt noch Leuchtspur links nach rechts oder andersrum. Ja, auf 120. Pass auf. 120 hoffen wir. Kontakt. MG-Schütze. 500 Meter. 142. Schießt auf uns eine grüne Leuchtspur. Oben im Turm. Siehst du den? Da ganz hinten ist so ein Metall-Natur. Nee, nicht einsehbar, da ist der LKW im Weg. Ich kann den von mir aus perfekt sehen, du müsstest den auch sehen können. 142. 142, der schießt gerade genau auf uns die Leuchtspurmunition. Ja, dann wenn du ihn sehen kannst, dann rotzt du weg. Probier's. Warte. Du sagst, worauf der... Höher von links. Die Frage ist, die Bombe kommt von unserem G vielleicht was, wenn wir die nachziehen müssen. Bombe kommt nach links. Wieder ein bisschen tiefer. Die kommt nach links. Tiefer, also du...
Mucki, wir haben da noch eine Scheune voraus. Sollen wir nicht die lieber nehmen? Lade. Ja, warte. Komm mal näher ran. Wir haben erstmal noch einen Schützen in den Flug. Ja, entweder Team aus MG auf unsere Position, damit wir gut wirken können, und wir rücken weiter. Wäre ja auch eine Option. Ich habe Blut drin, aber ich habe keinen Blutspritzer. Höher. Weiter links. Der war gut. Höher. Links. Den haben wir hier durch, die manche. Lade. Gibt's doch nicht. Südwest, Südwest, nützt uns ja nichts. Alles klar, verstanden. Das war ein Treffer. Dreck, MG-Team auflösen, ja. oder abbrechen und nachrücken in die linke Scheune. Der versorgt, der verbindet sich. Könnt sehen natürlich das. Nachrücken, linke Scheune, Entfernung ca. 50 Meter. Korrekt, Frage, kommen. Korrekt, kommen. Wir rücken nach, Ende. Der war ein Treffer. Ey, der hat jetzt aber schon 5 gefressen mindestens. Wieder. Wiesel hat verstanden. Eigene. Jungs, Grimlock über den Box. Abbrechen. Okay, der schießt noch auf uns, ne? Grimlock am Box. Ja, ich höre zu. Gut, aufhören mit Schießen. Lass mal MG mal in die Tür. MG, das ist MG-Team. So, einmal hier in die Tür. Entfernung, was ist 600 oder 500 oder was war das? Warte, hier. Richtung 1, Azimut 142, 500 Meter. Oben in einem metallenen Turm. Hier ist grüne Leuchtturm. Okay. Und Bisschen höher. Weiter links. 2 Baker, wir ein nehmen Strich die nächste hoch. Chance. Ja. Ein Strich links. Okay. Treffer. Guck. Kommst du. Voila. Dran bin links. Bereit? Genau. Öffne. So mit der Flucht. Wie geht auf? Von hinten oder was? Nee. Also die die kommt von vorne durch, alles klar. Er war nah. Aber man hat einen Schrein hören. Ja, der ist im. Das ist ein gutes Gimmick. Ja, immer noch der Typ, der im Turm drin ist. Hey, kriegst du den MG-Schützen da mal raus, weil der beschießt uns. Hast du denn noch Fahrzeuge, die von Süd aus kommen sollen? Ich höre nur den LKW links. Alles klar, dann war das der. Was ist denn mit Keiler? Hängt der jetzt immer noch in diesem einen Gebäude fest seit 5 Minuten da oben? Was ist denn mit denen? MG ausgeschaltet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Pass auf, da hinter den Betonblöcken, da war noch einer. Ich weiß nicht, ob der kaputt ist oder ob der da noch jetzt steht und einfach nur abgehockt ist. Genau. Ich würde mal sagen, jeder von uns hat eine Windgranate dabei. Soll ich mal eine HE hinterschmeißen? Ich weiß nicht, ob die das sind Zivilisten. Ich würde da nicht unbedingt was reinwerfen. Der militärische. War das Zivilist? Da sind auch Zivilisten unterwegs, ich würde aufpassen. Aber laufen die in die Roadblocks rein?
Die laufen doch weg, wenn geschossen wird. Also ich habe von hier aus Blick auf diese Roadblock. Seitlich. Es tut mir leid, wenn ich das nochmal sagen muss. Ich habe einen Zivilisten umgeschossen. Das war in dem Moment, wo die Infanterie vom LKW abgesessen hat. Wie und Schlange? Okay. Der war hinter dem Beton. Schlange hat dich angefunkt. Schlange. Melde, MG hat nur noch eine Patronengurt. Kommen. Wo links auch mit? Wenn rechts, wenn ich hier die Einschläge sehe. Die müssten ja an uns vorbeiknallen. Nach rechts, das andere rechts. Das, wo der Daumen links ist. Meinst du den? Genau. Wenn ich jetzt hier raustrete, dann schießt der wieder einen Schuss. Und dann schau mal, ob hinter mir das, wo das ungefähr einschlägt. Ja, aber nicht, wenn der da hockt. Ah, ich sehe ihn. 450 Meter, stimmt nicht. 450 Meter, 080 Azimut. Ganz oben auf der Bergkuppe. Ja, erkannt. Gelegt. Von der Scheune. Das finde ich aber gelegt. Gut gesehen. Der ist down. Den ist down. Den hat sie beim zweiten Schuss schon erlebt. So, und wo ist der Feind im Nahbereich? Hier hat auch noch einer im Nahbereich geschossen. Hab nicht. Auch hat er. Na doch, irgendwo aus der Scheune oder noch von der Straßensperre. Gut, das weiß ich nicht. Den habe ich nicht mitbekommen. Sollen wir mal die Straßensperre sichern? Einer im Fenster war, das haben wir auch noch nicht gesehen. Check. Kommt von hinten gerade. Naja, sind nicht unsere. Pfeiler ist es. Nachziehen dann in unsere Scheune, hier wieder Stellung nehmen. Erlaubnis, wir ziehen nach auf dem Weg, den Mirrors für uns geräumt hat. Den Motor vom LKW auszumachen. Ja, ich bin gerade raus und überall wir sind ja auch schon rübergelaufen. Ja. Okay, dann los. Zugriff. Wir hüpfen hier einfach über den Sandsack drüber. Jo, so mit. Alles, was sich bewegt, wird überall aufgeschossen. Das heißt, hier gab es ein bisschen Regen. Passt auf Minen auf. Links gesichert. Rechte Stellung gesichert. Wir können jetzt kreuzen zur linken mit Turm. Ich weiß nicht, ob wir von draußen oder drinnen Beschuss bekommen. Und oben, der ist oben irgendwo. Der war oben. Okay. Oh, pass auf, dann lass uns zurück und dann tatsächlich eine Frag reinwerfen. Ich bin mit vorne dran in den Bunker. Ich hab eine. Kommst du klar? Zurück in die rechte Stellung. Ich werfe oben eine Frag rein. Dafür gibt's ja die Anzeige. Frag ist drin. Wenn es nicht geht, kommt zurück. Jetzt rein. Das klang gut. Stopp. Man hat den gehört. Ich gehe wieder hoch. Das Schwein. Hallo? Man hat doch aber gerade ein Sterben gehört, oder? Ja. Vielleicht war er auch einfach nur hinter der Stellung. Was? Vielleicht war er auch einfach nur hinter der Stellung. Ja, guck mal, hier hinten liegt nämlich einer. Den hat's von der Stellung gescheuert. Ja, aber wir waren hier drin. Oh, Scharfschütze. Hat sich doch nicht ergeben. Ein Ausfall, Grimlock. Jetzt. Ich ziehe nach. Dran.
Gebäude oder im hinteren Gebäude? Hinteres, so wie es knallt. Im großen Gebäude, wir haben einen Gefangenen. Also verstanden. Grimlock ausgefallen komplett? Grimlock ist wieder da, ich konnte noch keinen Patientenstatus erheben. Der Penner hat meinen Arm zersiebt! Wo ist er, wo ist er? Ich bin unten drin. Oben, ich höre nichts mehr. Gerst ist okay. Komm hoch. Okay, Grimlock raus Richtung... Alles klar. Ich übernehme den oder willst du den runterbringen? Du kannst ihn gerne nehmen, dann schaue ich mal, wie es mir geht und wie es Grimlock geht. Scheune, der hat schon wieder ein Pflaster nötig. Grimlock, unsere letzte Scheune, da wartet der Sunny auf dich. Ja, ich geh mal rüber. Geh mal vorne raus. Das war die Aufgabe von Kyler. Den rauszubringen, ja, wenn wir den jetzt festsetzen, müssen wir ihn auch rausbringen. Ja, war das nicht sogar Keiler auch? Okay. Ja, die sollten ja auch in die Gebäude gehen. Oh, Beschuss aus der Stadt. Süd, 160. Eckbeschuss kommt aus der Stadt. Okay. Da ist kann ich nicht ausmachen, die laufen uns jetzt aber langsam aus dem Wirkungsbereich raus. Noch eine Sandsackstellung, genauso ein Roadblock nochmal. Und zwar von hier aus auf 163, 380 Meter. Okay, wir sind außer Reichweite, wir müssen nachziehen. Ja, sie kommen an meine Position. Links, Scheune. Okay, ich hab mal. Da ist nur Einzelschütze drin, ne? Da ist einer rechts davon, 15 Meter rechts davon im Gebüsch steht noch mindestens ein weiterer. Ja, da könnten noch mehr verborgen sein. Ja, da sind noch mehr. Rechts in der Stellung sind auch noch mehr. Okay, ich habe auf dem C-Tab markiert mit CCP, wo der Gefangene steht. Kannst du dir mal an die Sanitäter weitergeben, dass da einer ist? Okay, sag denen, dass wir die nicht mehr überwachen können. Die sind aus unserem Wirkungsbereich raus. Ja, sie versucht sich Richtung auszurichten. Da genau, ich kann euch sagen, wo die sind. Am besten seht ihr die, glaube ich, aber linksseitig der Scheune. Ja, wir sollten einfach mal nachrücken, wir sind viel zu weit weg. Ja, ja, aber wirklich, wir sind viel zu weit weg. Ups. Laufschütze wieder. Ja, ich glaube, da liegt wieder oben einer, ne? Oder noch einer. Grimm, ich hör nicht. Shit, aua! Das tat weh. Richtung 067, Sniper, Entfernung 265 Meter, bekämpfe. Gesehen. Wuppala! Es kommt aber auch Richtung 160, ne? Alles klar. Grimmi, komm zurück auf alte Position. Da kommt wieder. Schweres MG-Beschuss, schweres MG. Ja, ich wollte gerade sagen, wir werden beschossen. Ich höre nicht mehr so viel. Wir müssen ein bisschen lauter reden. Wo kommt denn der Beschuss? Das ist dann... Das MG kümmert sich drum, aber das ist 1-0 von hier. Da ist eine Sandsack-Barrikade an den Häusern dran. Oh shit. Ah,
Pass auf, da ist aber auch keiner da vorne jetzt. Ne? Geh Feuer frei. Mit. Ja, wir haben noch links ein schweres Gegner. Oh, oh, ja, okay. Weiter ausweichen, weiter rechts. Wir bräuchten mal ein bisschen Unterstützung. Links des Ortes. Wenn du nicht mehr kannst, übernehme ich. Das ist ein Kamerad, der ist nicht zu schwer. Achso, okay. Lux, ich komme mit Patient. Die? Könnt ihr nicht hier bis zur Straßensperre vorrücken? Ja, wir haben da links eine gute Position aufgebaut. Okay. Wir bekämpfen von da. Ja, hier spielt das Guard, weißt du, ich muss hier schleppen. Ja, ich habe auch Aua. Brust tut weh. Schmerz. Benny, dann du an Baker? Hier, ich hier. Baker. Ja. Schlangen, Wookie also an Schlangen. Was sind Schmerzen? Brust. Tut weh. An der Splitterschutz. Rechts. Irgendwelche Medikamentenallergien. Nee, aber ich hab gegen rechts durch die Splitterschutzweste. Ich hab den Arm links gehoben und dann wurde mir unter die Achsel geschossen. Tut recht weh. Noch eine Schmerzmittel, gibt's noch den Novalgin von mir? Mhm. Weil der Aussage im G-Schutz übernimmt die Zinge. Also verstanden. So. Wer ist noch bei dir? Dann wärst du soweit wieder durch. Ah! Ich bin noch da, ich hab grad das MG auf den Rücken und bring den Richtung Sunny weg von der Position. Mit, bring den direkt zum Sunny hier hoch. Gib mir mal das Gewehr. Das liegt erst entwaffnet. Oh, mein Arm. Ja. Ich hab so ein Status Gelb erreicht. Er hat nicht direkt. Komm, drück mal vor bis zum MG am besten. Und gleich wieder rüber. Oh, mein Arm. Dann hol ich den Dark oder? Ach nee, der kommt schon. Also wenn du jemanden, er kommt schon. Der in einer Ohnmacht oder bewusstlos ist. Grimlock! Wo ist er? Grimlock! 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 Was? Grimlock! Ja, was ist los? Guck in meinen Rucksack! Was? Guck in meinen Rucksack! Ich hör dich nicht, ich muss lauter schreien! Du sollst in meinen Rucksack schauen! Ich hab ihn nicht verstanden, das MG ist viel zu laut. Ich hab vorhin noch einen am Fenster gesehen und einen hier durchs Gebüsch. Außer meiner! Guck rein! Was? Ich soll dir an den Sack jetzt fassen? Rechts, Vorsicht, ne? Was, ich soll dir an den Sack fassen? Guck rein! Ach, was hast du denn da für... Achso, was hast du denn da alles Schöne drinne? Nimm! MG durchgeladen. Extra nur für dich. Ja, abwarten. Jetzt mal erstmal halten. Jawohl. Jo, habe ich. Jo, habe ich. In der Stellung jetzt drin, ne? Ja, wunderbar. So, was habe ich, das habe ich. Gierhals hast du gleich alle genommen. An einem was? Turm hast du gleich alle genommen, du Gierhals. Was? Dann links davon ist ein grünes Gebäude. Achso, warte, ich soll wieder da. Nein, alles gut. Gebäude drin gewesen. Sind hier welche zurückgehen? Da einmal prüfen. Nein, nimm mal 8 Stück. Habe ich bekämpft. Was habt ihr was gesagt? Weißer Rauch.
Gebäude links. Erkannt. Bewegung links, Zivilist. Ja, wem? Ich baue mal links nochmal einen Graben hoch. Achtung, Keiler, links Gebäude, weißer Rauch. So, wahrscheinlich Infanterie. Rauch, Zivilisten hinter. Verstanden. Da vorne schon Keiler, das ist nicht. Ja. Ja, wo sind unsere Leute? Vor der Scheune rechts. Weg hier lang gekommen. Dark? Lange hier Dark gekommen. Ja, hört. Ist dein MG? Oder dein Gewehr? Frage, wo ist mein MG? Hat dein MG 2. Achso, ganz klar. Ich bin ein bisschen emotional. Ein Crack. Schuss rechts! Schuss rechts. Auf Südwesten. Keine Sicht. Zivilist link, rechts war Zivilist. Becker, ich bin rechts von dir. Ja. Verlängerung rotes Haus. Lauft von dort auf Leuchtspur Richtung uns. Ja. Becker, wir könnten hier über die Freifläche hier rechts laufen. Okay. Hast du recht. Da geh ich nicht lang. Direkt vor Ort. Kontakt, Sicht von der rechten Flanke. Ich bin schon wieder getroffen. Du bist ein Keiler verflucht. Alter, wo ist ein Keiler? Die, aber, da ist doch Keiler auch gerade an dem Haus dran. Ey, pass mal auf, da ist Keiler an dem Haus, ne? Was ist mit Keiler? Die sind an dem roten Haus dran. Wellbox, ich verlage eins nach rechts. Ja, ich komme hier dann. Dass wir jetzt gerade Keiler zerlegt haben oder so. Keiler ist am roten Backsteingebäude, passt auf. Zu spät nach den ganzen Granaten. Ja. Einen kann man schon nicht gut sehen, aber der ist schon tot leider. Ja. Sind die halt echt gerade zu dritt, zu viert auf uns zugerannt, ey. Ja, aber Keiler war doch auch da. Okay, Wiesel, nachrücken, rotes Backsteingebäude, auf geht's. Rotes Backsteingebäude? Rotes Backsteingebäude nachrücken, ja. Hinter dir. Ah, der Sanitäter ist da. Geht durch. Also, ja. Ich nehme Keiler auch mal jemanden gefangen und schießt ihn. Ja, linke Seite, linke Seite. Ah, da haben sie einen, ja. MG-Team ins Haus. MG-Team ins Haus. Kurz links. Hier kann man nur unten rechts. Reicht, Grimlock. Ja. Was? Danny und Line, rechts hier beiden jeweils. Achtung, Kreuze, Toasty. Erzähl doch, ich komm mit. Einmal Waffe sichern, bitte. Das ist eine Garage, ne? Naja, wo die MG-Truppe steht, allerdings haben wir so eingeschränkte Sicht, sind im Erdgeschoss. Mit.
sicherste Deckung für euch. Ich bin ja froh, wenn ich meinen Schuss abkriege. Aber schreit ihr ein Kind? Ja, eine Frau als ein Kind. Sie hört mich wie ein Kind an. Da muss ich täuschen, hm? Wieder mit deinem Werkkolben, oder? Können wir mal einen, können wir mal irgendwas ohne Fenster suchen? So. Weil mit Fenster, ist immer blöd. Ja, aber wenn Gegner kommt. Kiefer Baker. Oben? Ja, da sind schon welche dran. Verstanden. Panzerteil LKW, Truppentransporter vermutlich. 800 Meter. Warten Sie, Truppentransporter in Anmarsch. Rudi hier Greg, Nebel aus Südost-Süd, ca. 300. Richtung Südost. Oh Gott, Alter, jetzt muss ich auch noch Panzer vorschießen mit einem gebrochenen Arm. Muss treffen. Ah, treffen, sagt er. Wenn der Nagel, noch rankommt. Ich würde sagen, wir lassen ihn auflaufen. Wir haben ja die hier. Okay, wir verlegen nach Keiler rüber, links. Links oder rechts? Rechts. Wieso, wir verlegen nach Keiler rechts. Lass uns mal hinterm MG langlaufen. Ja, da vorne rechts. Vorne rechts sind die schon, genau. Bisschen weiter links, okay, die sind schon weiter. Wo der Rauch ist. Super durch. Wir haben Einzelschuss, wahrscheinlich wieder Sniper. Wir sollten nicht alle auf dem Haufen. Pass mal auf, wir müssen jetzt mal ein bisschen nach links verschieben. Das AT-Team links an die Straße. Braune Haus voraus. Diesel aufrücken zu mir. Grimlock, Truppentransporter, steht auf 100 Grad, Entfernung 200. Ist der jetzt voll oder hat er abgesetzt? Oder hat er abgesessen, schieße ich ihn nochmal drauf. Abgesessen. Ja, brauche ich da die Rakete nicht drauf verschwenden. Ja, verstanden. Lass uns rein, oder? Los rein ins Haus. Los, besetzt das Haus. Machen wir mit der Halle gegenüber? Das war stark, das war stark. So, was machen wir jetzt hier drin? Achtung, Feind links auf Straße. Ja. Gelegt, gelegt. Achtung, Kreuz. Ganze Gruppe, wir wissen. 130 Grad, Meter. Gehen wir rüber. Ja, sind wir hier weg? Vielleicht zur Halle rüber? Komm, weg hier, weg hier, weg hier. Zerlegt uns nicht komplett.
Grimm und ich sind an der Halle rechts. Oh, Achtung, Feind in der Halle. Einer weniger. Ich gehe rechts. Ich gehe links. Hier Grimm, ich habe hier einen zivilen Laster aufwendig gemacht. Perfekt, dann können wir den nutzen gleich. Da kommt ein Fahrzeug aus Osten. Wir haben Beschuss von Ost. Infanterie, Infanterie, Ost. Markant. Drei nebeneinander stehende Gebäude dahinter. BTR, BTR Richtung Süden, wer kommt? Scheiße. Einer gelegt, Achtung BTR rechts hinter der Halle. Jetzt weiter ab, Achtung, schießt. Jetzt weiter ab. LKW links. Scheiße, aua, 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 atme sehr schwer. Truppführer ausgefallen. Greg, du übernimmst? Verstanden. Ihn nicht ziehen. Bin schwer verwundet. Ich auch, wo sind die Sanitäter? Ach du Scheiße, okay, alles klar. Was passiert? Unser Leben ist uns vorbeigezogen. Sanis, hier liegen auch Leute tot. Greg, dringend. Kannst du die Sanis ranholen? Ja, habe ich mitbekommen. Wir müssen ausrechnen. Box, ich mach's nicht mehr lange. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Mir wird schon schlecht. Baker, könnt ihr ihn transportfähig machen? Wir sind selber extrem verwundet. Ich kann ihn transportieren, klar. Wohin? Transportfähig machen, alles zumachen und dann weichen wir nach hinten aus zum Haus. Vergiss es. Der hat viel zu viele offene Wunden. Das geht nicht. Ich genauso wenig. Die Sunnys sind 100 Meter hinter uns. Das können sie schaffen. Sie sollen nicht rankommen. Wir haben ja die Halle, da ist einigermaßen safe. Dann geht ran und dann rennen wir. Auch Durchschuss. Vielleicht kannst du mit dem MG immer noch ein paar Feuerstöße in die Richtung geben, um die leicht zu unterdrücken, aber dann, wir machen uns auf den Weg. Sollen wir? Oh Gott. Vielleicht wir weichen aus. Darf ich tragen den Wookie, mal gucken, wann ich umklapp. Oh, Nebel. Ja, ich habe ihn. Ja, ihr braucht jetzt nicht ausweichen, ihr habt gesagt, das ist nicht transportfähig. Also ja, jetzt ist es auch nicht. Kommt ihr her? Na, oh, Gott sei Dank. Stopfen, die kommen. Hab ich. Ich stopfe jetzt erstmal mich. Ja.
Scheiße, ich habe keine Tourniquets mehr. Hier, hier. Ich bin ebenfalls. Ich ebenfalls. Wer ist denn lebensfähig? Ich. Ist irgendjemand einsatzfähig? Alle. Naja, einigermaßen. Ich bin komplett offen. Nimm meine Panzerfaust, mach mich voll. Wenn nur einer reicht. Okay. Lange bist du doch einsatzfähig? Jawohl. Dann sicher die Halle hier Eingang. Ist ja alles verschwommen. Ich kann auch schlecht atmen. Krieg kaum Luft. Ich hab ein Auge drauf. Zum Pfeife auf der Lugge. Ich krieg kaum Luft. Ich kann kaum atmen. Oh, warte mal, ich leg mich mal hin, sonst fall ich um. Haben Sie auch genug getrunken und gegessen heute? Ah, ja, gerade vorhin die EPA. Wahrscheinlich war das Problem. Meldung unserer Trupp, unsere Gruppe, diese, die Farbe läuft aus mir raus. Nein, das kriegen wir hin. Schwarz-Weiß-Filme sind schön. Also, ich bin mir bei Becker nicht sicher, er hat vorhin irgendwas über Crack gesagt, also. Oh, nee, das ist aber nicht unpraktisch. Aber, bitte einmal die Kriegmasse. Ja. Ey, Jungs, da hört jemand ja, oh, jetzt wird schwummrig, ich wird schwummrig. Wir sind schon dabei. Sehe ich fast nichts mehr. Dreck, mach den Bastard fertig, der steht im Osten auf der Straße. Welche Entfernung? Ich weiß direkt nicht. Direkt an der Halle, also ca. 50 bis 100 von der Halle weg. Ja, 100 grob. Ja, den kann ich ja nicht hier in einer heldenhaften Aktion alleine einfach bekämpfen. Ja, mach doch aber mal. Hat Keiler denn keine Panzerfaust? Hat Keiler keine Panzerfaust? Kann ich leider nicht mitnehmen. Greg, frag mal bei Keiler nach. Ich hab eine Panzerfaust, aber ich jetzt. Die sind, also ich probiere die ganze Zeit das rechte Bein zuzubekommen. Greg, warte, ich jetzt vom anderen Bein ab. Tourniquets vom anderen Bein ab. So, wie geht's denn jetzt? Farbe kommt zurück. Das ist doch schon mal. Okay, alles wieder. Alles mein wieder. Leben, das Adrenalin. Oh mein Gott. Okay, wirklich stabil, wird eine Zeit brauchen. Okay, Rückstrahlzone freimachen. Frei? Frei. Hey Chester, den habe ich gerade auf dem Weg gefunden noch. Gut. Warum habe ich keine Lefrin? Linus, sofort zu mir. Blutgeld. Nein. Jetzt. Geil, Treffer, bitte ja zerstört. Nein. Geil, Greg. Aua. Ich bin auch langsam wieder einsatzfähig. Doch nicht. Ich müsste gleich auch einmal. Aber fast. Ah, ich bin wieder da. Greg, ich bin bei dir. Rechts im Burger. BTR ausgeschaltet, einzelne abgesetzte Soldaten 300 östlich von unserer Position weiterhin nicht einsatzfähig kommen. Weißt du, wo Keiler ist? Ich lege mich mal hier kurz noch gegen die Wand an. Nein, dann ist alles gut. War ich eigentlich durch, Doktor, oder? Weil irgendwie ist mein Bild immer noch wegen verschwommen. Ja. Ich atme auch noch irgendwie schwer. Ich hatte gleich einen Notfall, aber das kriegen wir auch hin. Achso, nee, Schmerzen kann ich mir selber noch geben. Ich habe so ein schönes Pflaster auf dem Brustkorb. Nicht mehr lange. Ach so. So, Vorsicht, einmal abziehen, ist ein bisschen weh. Ah, zum Glück habe ich mich heute rasiert. Einmal
Was? Becker, du bist durch. Dankeschön. Die Säcke? Ah, rechts auf der Straße. Ah, Keiler kommt, das ist schön. So, wie ist, wer ist noch da? Status. Eins. Sechs grün-grün. Fünf rot. Sieben grün-grün. Vier grün-grün. Vier Wambox. Greg. Und Schlange. Blaue Halle rechts voraus nehmen und dort erstmal Überblick verschaffen. So, wir hatten da rechts. Kriegt noch ein Literchen Blut und dann bin ich direkt am Start. Vereinzelt Feind. Kann ich ihn rüber blaues Haus nehmen? Jawohl. Mit dem LKW links? Keine Ahnung, muss Keiler fragen. Keiler, wie so kommt? Ja, wir haben den BTR bekämpft. Was ist mit dem LKW, der auf der Straße ist? Der leer? Ist komplett an uns vorbeigezogen, ja. Aber siebter, siebter. Leer und verkämpft. Ah, super, alles gut. Blaue Halle gesichert. Habt ihr Einsicht auf die Halle? Habt ihr Einsicht in das Tal, wo der BTR mal, oder? Ja, positiv Einsicht, alle Feinde bekämpft, soweit. Können wir auch machen, wenn der zweite will. Zweiten mitnehmen wollen, wo wir machen. Ja. Scheiße, das ja, das ist deine Waffe. Das ist jetzt auch. Nee, wir sollten echt weg. Stopp, wieso sitzt du? Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sitzen, alles gut. Wieso sitzt der Start? So, wo ist da vorne? Wer hat schon Kontakt zu mir? Ich hab hier auch Kontakt direkt weg. Wer fährt denn? Wird. Genau, wir haben zwei Gefangene, die wir abholen müssen. Einer kommt an der Straße in K 200 Metern. Haben die es überhaupt vertrieben mitgenommen? So machen wir. Abholen, abholen, so gerade für Zeit auf dem Weg, oder? Wir haben nur noch einen Platz. Ja, passt, wir nehmen noch so viel mit wie geht. Wenn es einer ist, dann ist es einer. So, 20 Meter.
verhören. Wenn ja, du sitzt ab, packst in einen. Die Minen liegen markant Minenfeld, Markierung 0910. Habt ihr das vorbereitet mit dem Sprengsatz? Nein. Nein. Wir haben Ich muss mal kurz meinen Helm abnehmen, dass es so warm hier wird. Wo? Hier mittendrin oder was? Hier in der, rechts in der Befestigung. Achso, ja, sind wir schon da. Ja, also alles, was kein MG ist, muss hier. Panzer draußen mit. Da. Ja, okay, wir müssen sitzen bleiben. Draußen. Wohin? Wie soll ich sitzen bleiben? Im MG-Trupp? Ja, gut. Also. Mann, war das ein geiler Soundeffekt. Leck mich am Sack. Ah, heftig, ne? Laut. Geil. Hätten wir noch eine Minute gewartet, wäre wir am Arsch gewesen. Ja. Dann wäre ein Panzer über uns drüber gerollt. Gott, da kommt Fahrzeug aus Südosten, ich höre sie schon. Oh ja, schnell rein in die Stellung. Schuss! Fuck! Ein BMP aus Ost. Sitzen. Platz. Warum? Da kommt der Feind, ach du Scheiße! Da kommt ja alles! Da kommen zwei BMPs und 3 T90 plus minus auf uns zugerollt. Oh, den hat er gut in der vollen Fahrt erwischt. So musst du es machen. Guck mal, eine Explosion hier. Nicht so wie die Kackpanzer, die nicht hochgehen. Fährt noch ein Panzer irgendwo im Vorfeld? Kommt ja noch ein Panzer im Vorfeld? MP, linke Flanke, 130, kommt jetzt mal die Hügel rüber. Ja, Südost, Südost. Oh, der kommt schnell, der kommt schnell. Hoho, komm runter, komm runter. Wir müssen den Leo. Okay, ich glaube, wir haben links Feind anrückend, weil der Leo dreht sich gerade.